Ja, servus Leute. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zum Elektroauto-Startup Fisker. Und zwar habe ich eine Nachricht vom Andreas bekommen über die aktuelle Situation und da wollen wir uns gerade mal anschauen, was da los ist. Hier haben wir dann die Mail vom Andreas und er schreibt: Hallo Michael, sieht so aus, als ob du wieder mal Recht haben würdest. Geht ja nicht um Recht oder Unrecht. Also mir wäre es lieber, Fisker wäre erfolgreich und das Ganze ist auch noch nicht spruchreif. Man muss also abwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Liebe Grüße und einen schönen Urlaub noch an die Krim und er hat auf einen Artikel von elektrif.net verwiesen. Und hier haben wir dann auch schon den Artikel von elektrif.net und die Kollegen schreiben: Fisker stellt eigene Zukunft in Frage. Der Elektroautohersteller Fisker warnt in seinem aktuellen Geschäftsbericht, den werde ich auch unten in der Videobeschreibung wieder verlinken, könnt ihr euch selbst anschauen. Er warnt davor, dass er seinen Betrieb möglicherweise nicht fortführen kann. Die aktuellen Ressourcen seien nicht ausreichend, um die nächsten 12 Monate abzudecken. Und da hatte ich schon in früheren Berichterstattungen gemutmaßt, dass ohne frisches Kapital in erheblichem Umfang Fisker es nicht übers Jahr 2024 schaffen würde. Und das scheint sich jetzt zumindest auch nach eigener Einschätzung von Fisker zu bestätigen. Elektrif.net schreibt konkret dazu: Das Unternehmen benötigt zusätzliches Kapital und kündigt an, seine Belegschaft um etwa 15% zu reduzieren. Allein im vierten Quartal stand ein Nettoverlust von 463 Millionen US-Dollar zu Buche, umgerechnet 428 Millionen Euro. Im Quartal 4 2022 waren es noch 170 Millionen Dollar. Der Umsatz lag im Schlussquartal 2023 bei 200 Millionen Dollar, womit die Analystenerwartungen um rund 310 Millionen Dollar verfehlt wurden. Das sind natürlich Geschäftszahlen, die man nur als katastrophal bezeichnen kann. Und wenn euch irgendein YouTuber da erzählen sollte, wie toll doch alles ist, wie toll die Produktion bei Magna ist, die ist ja auch toll, nur Magna ist halt nicht Fisker, dann solltet ihr immer skeptisch sein und vorsichtig sein. Aktuell kann ich nur sagen, dass ich persönlich auf gar keinen Fall einen Fisker Ocean bestellen würde. Denn ob das Unternehmen in einem Jahr noch da ist, stellt ja selbst die Geschäftsführung zum jetzigen Zeitpunkt laut Geschäftsbericht und laut elektrif.net in Frage. Dass es nicht rund läuft bei Fisker ist seit Monaten bekannt, schreibt elektrif.net. Das ist so. Die Produktionsprognosen für 2023 wurden mehrfach gesenkt. Ursprünglich waren 42.000 Einheiten geplant, dann waren zuletzt nur noch 10.000 Fahrzeuge. Bei der jüngsten Korrektur der Prognose wurde der Schritt damit begründet, im Dezember weniger Fahrzeuge als bisher zu produzieren, um Liquidität freizuschaufeln. Darüber hatte ich auch berichtet. Ist natürlich auch ein absolutes Warnsignal, ist eine Red Flag ohne Frage. Dann schreibt elektrif.net noch, dass Henrik Fisker ein neues Vertriebsmodell vorgestellt hat. Das wurde auch von manchen als ganz tolle Innovation gelobpreist. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich eine Verzweiflungstat. Man kann online nicht genug Fahrzeuge absetzen und hat sich daher jetzt Händler mit ins Boot geholt, die aber auch wieder mitverdienen wollen. Also in Wirklichkeit ist das in meinen Augen eher wieder ein weiteres Warnsignal, weil es die finanziellen Probleme von Fisker eher noch verschärfen dürfte. Es sei denn, es werden riesige Verkaufserfolge gefeiert, aber davon ist mir aktuell nichts bekannt. Und das, was wir schon von verschiedenen Elektroauto-Startups kennen, es werden wieder ganz vielversprechende Verhandlungen geführt. Vielversprechende Partner sind jetzt mit im Boot, zeigen Interesse. Und dazu schreibt elektrif.net: Fisker verhandelt derzeit mit einem großen Autohersteller über eine mögliche Investition und eine Entwicklungspartnerschaft. Um welche Summe und um welchen Autobauer es dabei geht, wurde aber nicht bekannt. Erinnert mich an der Stelle ein bisschen an Sono Motors, wobei die ja nie ein Auto auf die Straße gebracht haben, was zu kaufen gewesen wäre. Also da war der Fall nochmal gleich viel dramatischer als bei Fisker. Fisker selbst hat ja keine eigene Produktion, stellen die Kollegen von elektrif.net nochmal klar. Da produziert ja Magna. Und wird auch den größten Teil der Wertschöpfung für sich beanspruchen, ist ja ganz klar. Und Fisker ist dann eher noch so ein, ja, so ein Handelspartner in meinen Augen. Aber gut, das wird von manchen auch als großer Vorteil von Fisker dargestellt, weil sie ja auf einen hochqualifizierten Produzenten zurückgreifen können mit Magna und damit die Qualität der Fahrzeuge stimmt. Aber bei der Software gibt es ja scheinbar bis heute Probleme, wobei man da jetzt auch hört, dass Fisker da wirklich Schritte nach vorne macht und sich das verbessert. Aber um das ausreicht, um die Firma und den Fisker Ocean zu retten, da habe ich ein bisschen Zweifel, aber man muss natürlich abwarten, was die Zukunft bringt. Das, was für mich aber eine absolute Red Flag ist, das sind die Produktionszahlen, die elektrif.net jetzt hier in dem Bericht nennt. Fisker gibt als Produktionsprognose für 2024 eine Spanne von 20.000 bis 22.000 Ocean an. Also die Hälfte von dem, was man für 2023 ursprünglich geplant hatte. Und wie das Ganze aufgehen soll, wie man das finanzieren will, diese Produktion, und wie man auch Autos absetzen will, wenn man schon so ja in der Bredouille ist und die Käufer natürlich auch vorsichtig sein werden und Kaufzurückhaltung üben werden, wenn sie gar nicht wissen, ob der Hersteller in einem Jahr noch da ist, weil dann ist ein Fisker Ocean unter Umständen fast
fast nichts mehr wert, so ist zumindest meine Einschätzung. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, glaube nicht, dass es Fisker schaffen wird. Das Einzige, was helfen würde, wäre ein Investor, den man ja scheinbar im Moment zumindest an der Angel hat, der wirklich bereit ist, Hunderte von Millionen zu investieren, in der Hoffnung, dass Fisker noch zum Erfolg wird. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, das war dann also das Update zu Fisker. Es ziehen weitere dunkle Wolken auf, egal wie positiv das manche Berichterstatter darstellen wollen. Im Moment sieht die Zukunft düster aus. Ich bleibe skeptisch. Ihr kennt mich aber auch, ich bin Aldo Mieselprim, ich bin Pessimist. Bei mir ist das Glas eigentlich immer leer. Also von daher hört nicht auf mich. Bildet euch eine eigene Meinung. Geschäftsbericht ist unten nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch selbst nochmal durchlesen. Und ansonsten war es das für das Video. Schreibt mir nochmal drunter, wie ihr die Zukunft von Fisker seht. Glaubt ihr, das wird noch was? Fisker Ocean scheint ja erstmal ein solide zusammengebautes Auto zu sein. Mal abgesehen von den Softwareproblemen. Aber die kann man ja auch in der Zukunft in den Griff bekommen. Also würde mich eure Meinung interessieren. Und wie gesagt, ansonsten war es das für das Update. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist voll obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.